Jenny ist draußen. Sie klopft gerade. Ich mach mal auf diese wunderschöne Stahltür. Willkommen, Jenny. Also, weißt du, was hier besonders ist, Jenny? Wir könnten hier zuschließen und einfach hier übernachten, essen, Fernsehen, leben. Das heißt, die Wohnung ist komplett neu saniert. Ich mach mal diese wunderschöne Schiebetür auch mal zu. Also, wir befinden uns Raum Ober. Bazar ist 50 Meter zu Fuß. Die Wohnung befindet sich im ersten Stock, hat ein Schlafzimmer, einen Wohnbereich mit einer amerikanischen Küche. Das Badezimmer ist clean, sauber. Die Wohnung wurde komplett saniert, Jenny, komplett aber. Die Klimaanlagen sind neu, die Elektrogeräte sind neu, allein dieser Kühlschrank, schau mal das bitte an. Also, Küchenzeile, Küchenschränke, lackierte Schränke, Dunstabzug, Gasherd, Ofen. Freunde, ich habe mir angeeignet, dass ich die Wohnungen, bevor ich euch präsentiere, anschaue und Sinn suche. Wenn eine Wohnung sinnlos ist, dann nehmen wir eventuell nicht auf. Und wenn wir aufnehmen, laden wir nicht hoch, weil wir mit der Zeit die Sinnhaftigkeit des Immobiliens uns eintrichten und sagen, nee, wer soll das kaufen und was soll man da machen? In diese Wohnung sind wir reingekommen, wir haben uns gleich wohl gefühlt, weil eben alles schön gemacht worden ist. Die Schränke, die Betten, die Couch, es ist noch nie jemand da drin gewesen, der hier gelebt hat. Auch Bodenfarbe, Jenny, passt einfach zum mediterranen Touch. Also wir haben die Küche gezeigt, wir haben Wohnbereich gezeigt, wir haben mehr Blick von hier. Ganz wichtig ist, das, was ihr vor dem Video sehen werdet, das ist die Umgebung von hier. Das heißt, wenn ein Ehepaar sagt, Ercan, wir können uns das Leben, da wo wir leben, nicht mehr leisten. Wir wollen schön haben und fußläufig haben und wir wollen kein Auto kaufen müssen. Wir wollen auch langfristige Iqamet haben. Also wir wollen dauerhaft da leben. Uns reicht eine bescheidene Größe, was heißt bescheiden? Ich meine, das ist eine schöne, schön geschnittene 50, 60 Quadratmeter netto Wohnung. Hier haben wir das Badezimmer mit einer riesen Dusche. Ihr werdet sagen, ja, Ercan, ich hätte mir eine Badewanne gewünscht. Waschmaschine unbenutzt, die Schränke neu angepasst an die Küchenschränke. Freunde, wir haben hier Indoor-Pool, Außenpool und das Meer. Größter Pool, Mittelmeer, ist von euch einfach 80 Schritte. Dann seid ihr im Meer. Wenn man ein-, zweimal die Woche im Salzwasser badet, dann vermisst man keine Badezimmer, also kein Badewanne, wollte ich sagen. Okay, das ist das Schlafzimmer. Auch komplett ausreichend, was mir jetzt auffällt, dass man von beiden Zimmern, Jenny, in den Balkon gelangen kann. Komm mal bitte, gehen wir hier raus. Ich mache für dich auf. Und Balkon hat man was Funktionelles auch gemacht. Vorhin hast du ja angeschaut, dass man die Klimaanlagenmotoren versteckt hat und sehr viel Stauraum geschafft hat. Und Freunde, wenn ihr hier verglast, dann vergrößert hier euren Wohnbereich um mindestens 10 Quadratmeter und da vorne ist das Meer. Ist das 80 Meter, Jenny? Lass 110 sein. Die Dame sitzt da und genießt Strandpromenade und da ist einfach beruhigte Zone. Ihr könnt Fahrrad fahren, ihr könnt draußen trainieren, ihr könnt da Restaurants essen und ich habe, glaube ich, angefangen und nicht beendet. Oder ihr könnt hier hinsetzen, euch schminken. Die Schlafzimmerschränke sind ausreichend groß.
Ich habe euch noch nicht erzählt, es ist ein Migros. Migros ist mit Edeka zu vergleichen in Deutschland. Also alle Produkte, was man in Deutschland fast hat, hat man auch hier. Was überflüssig ist, ist nicht da. Dann hat man einen Discounter, der mit Aldi oder Lidl mithalten kann. Ansonsten hat man jede Woche einmal ein Bazar, wie im Orient üblich ist, für Obst, Gemüse, sogar Klamotten und so weiter werden da verkauft. Gehen wir da wieder raus, Jenny. Es ist eine wunderschöne Wohnung. Ich habe mir sagen lassen, dass hier auch eine Innenarchitektin mitgewirkt hat. Sehe ich sofort auch die Stühle und so weiter mehr mit Naturholz. Ansonsten haben wir hier sehr, sehr viel Plastik, muss ich ehrlich zugestehen. Die Sachen, die hier drin sind, sind europäisch angehaucht und ich denke, dass man sich hier wohlfühlen kann. Und die Ruhe. Die Ruhe hat man zu 100%. Ich habe keinen Straßenlärm, trotzdem ist das Meer in der Nähe. Auch Spülmaschine, wer weiß, unbenutzt, Freunde. Und die Sachen haben Garantielaufzeit noch. Wer sagt, Ercan, die Wohnung spricht mich an, der kann uns kontaktieren. Hier zahlt man das Geld für den Standort und wir sind Raumober, zweite Haus vom Meer entfernt. Zweite Haus, das haben wir wirklich sehr, sehr selten, wenn, dann ist hohe Preislage. Also, die Wohnung bieten wir für 169.000 Euro an. Ihr werdet sagen, Ercan, aber es ist ein kleiner Raum. Leute, hier sind sonst Wohnungen, wo wir einmal zum Beispiel für 800.000 Euro was angeboten haben, war 3 plus 1. Ich bestimme die Preise nicht. Ich bin leider, ich wünschte, ich könnte die Wohnungen, was hier ist, für euch viel günstiger anbieten. Aber ich bin auch im Bilde, dass das und diese Sachen ihren Wert haben. Deswegen bin ich in der Mitte, ich biete es an, wem es gefällt, ruft uns an, wir stellen die Verbindung her. Wie gesagt, wie ich immer in meinen Videos sage, wir begleiten euch von A bis Z. Wer sagt, Ercan, ich will sofort dauerhaft in der Türkei leben, besteht die Chance hier zu 100%. Ihr kauft die Immobilie, beantragt einen langfristigen Aufenthaltstitel, 24 Monate, bekommt die auch, ihr könnt am Meer leben. Ihr müsst nicht in einem unzufriedenen Zustand euch zufrieden geben. Man kann die Zufriedenheit auch suchen. Das bekommt man nicht zufällig. Das bekommt man wirklich nicht zufällig. Manchmal muss man sein Glück herausfordern, um glücklicher zu werden. Ich hoffe, ich habe nicht übertrieben. Die Immobilien sind hier gestiegen. Ob okay ist oder nicht okay ist, habe ich nicht in der Hand. Aber ich finde, wunderschöne Wohnung im ersten Stock, auch Aufzug ist vorhanden. Wenn Aufzug ausfällt, könnt ihr sogar zu Fuß die Treppen hochlaufen und ihr müsst nicht en masse rauf und runter fahren, um Einkäufe hochzutragen. Dann, Freunde, wenn ihr die Wohnung haben wollt, ruft uns an und wir machen den Rest. Bis dann.